Hallo! Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video. Das ist der Bruder gar kein Plan. Sechste Part vom Yamaha RX Touring Projekt. Wenn ihr die anderen Parts noch nicht gesehen habt, klickt hier oben auf die Playlist. Und ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Für euch sind es nur 3 Klicks. Mich unterstützt es riesig. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Video. Kurs geht raus. Genau, ja. Also was könnte man jetzt noch machen, Digga? Zylinder können wir abbauen, ne? Ja, dann, Heide Jalla, fangen wir an mit dem Zylinder abbauen. Dann irgendwo eine kleine Box oder so, eine Zigarettenschachtel hier und dann... Negaro-Schachtel. Negaro. Die müssten hier unten... Bruder, wer hat hier so viel gesagt? ja. Digga, da ist einfach das... Das ist gut. Bester Mann. Ja. Das ist 13er schon. Hä? Dreck gesehen, Digga. Hier ist doch an. Warte, revidieren wir trotzdem schon meine Fühler hier raus. Ah, nee, doch nicht. Fünf trifft das. Ja, du hast dich jetzt mit dem scheiß Reifen auf das ganze Werkzeug gestellt. 13 und 8. 10er müsste da irgendwo liegen. Sehr gut. Okay, was, wie genau fängst du jetzt an? Das ist doch kein 10er. Warte mal, jetzt mein Kopf gesehen. Was ist das? Das ist 11! Bei mir ist das auf jeden Fall 10. Kann sein, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Beim Zylinderkopf, ne? Wenn man da die Schrauben anzieht, also die Muttern, immer gucken, dass du die auf jeden Fall über Kreuz anziehst. Ja, das ist klar. Beim Motor auf jeden Fall. Eigentlich überall über Kreuz anziehen, wo 4 Schrauben sind. 4, 6, 8, egal. Ja, also immer, klar. Immer versuchen, über Kreuz anzuziehen. Ja, selbst bei 2 halt, ne? Immer abwechselnd. Ja, nicht die eine festballern und dann die andere erst, weil dann verzieht sich das ja auch alles. Ja, das stimmt. Dann fixst du entweder schnell das Gewinde oder... Ja, oder du, also beim, zum Beispiel beim Vorbau, wenn du das jetzt machst, eine nach der anderen festziehen, ne? Beim Fahrrad zum Beispiel, da kann der Vorbau einfach platzen, ne? Also der geht dann einfach kaputt. Das ist mal einem passiert. Das hier ist Kühlung, ne? Ja, wegen deinem Bett ist das richtig. Wegen meinem Bett, ja, habe ich schon erzählt. Dein Bett ist Schrotti jetzt. Habe ich schon erzählt. Perfekt, direkt reingefallen. Soll ich die einfach da drin lassen? Da drin schwimmen lassen in der Suppe? Safe, oder? In was für einer Suppe? Da, wo die, gleich, wo die Suppe gleich reinfließt. Ach so, Wasser. Das ist kein Wasser. Das ist Rost. Das ist, denkst du wirklich, das ist Rostwasser? Nein, das ist aber immer, das ist immer braunes Wasser wegen kalt. Ach so, ne? Kann gut sein, ja. Wenn, hast du bei dir Frostschutzmittel reingemacht? Okay. Ne, sollte man. Also Frostschutzmittel ist ja, ich habe früher immer gedacht, dass Frostschutzmittel ist, damit das halt besser kühlt. Ja. Aber Frostschutz ist ja nur dafür. Für Frost halt. Genau, dass das, damit das nicht einfriert und platzt. Dass es nicht einfriert bei unter 0 Grad. Ja. Aber das ist mir relativ okay, weil mein Möbchen in der Garage steht. Ja, komm, wir holen die Schrauben mal hier raus. Das ist ja nicht korrekt. So, jetzt, das geht immer ein bisschen daneben, aber ist mir jetzt... Alter, fick. Ey, die Dichtung ist so... Gottlos. Deine Hardcore, ne? Gummihammer? Nee. Ei, das ist... Was da raus tropft, ist durchsichtig. Immerhin, Digga. Alter, was? Ist echt durchsichtig? Ja. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Oder müssen wir es kühler? Nein, eigentlich nicht, Digga. Egal, komm, das heißt kühler hier abnehmen. Temperaturkühler ist das. Der hängt dann so im Kühler. Braucht man den? Hier läuft er noch. Musst du drin haben, sonst läuft ja, sonst ja ein Loch. Nee, ich weiß, aber jetzt, ich meine... Ich habe hier Fire Down Lenker, da hast du das sowieso nicht. Machen aber wir ja auch halt dran, oder? Eigentlich, ja, würde ich machen. Ist ja, halt eigentlich safe. Schon wichtig, weil der, wenn der ja den Fotzen mal überhitzt, weil der scheiß, die scheiß Wasserpumpe nicht regelt und dann hier das Rädchen tot ist, dann sagt er dir auch, dass ich Bescheid bin. Wo ist das Rädchen hier? Das hier? Nein, das hier ist ja in... Wo ist Polrad? Das, ja, das haben wir jetzt beim Polrad drin, ne? Hier kommen eigentlich noch so Noppen drauf, damit das dann nicht alles kaputt macht. Aber ist egal, weil, ne? So, und das liegt dann hier also drinnen. Mhm. So, und dann dreht sich das. Und das hier wird halt, das Polrad wird von der Kurbelwelle angetrieben. Und dann dreht halt immer mit der Drehzahl mit. Das ist halt eigentlich sinnvoll, ne? Weil dann hast du immer gute Kühlung. Ja. So, dann dreht das hier und dann dreht das hier das Rädchen, was dann sich hier so dreht und Wasser befördert. Wenn dir das hier mal kaputt geht, das Rädchen, weil die Lager da kaputt sind oder so, dann dreht das, du hast keine Ahnung und auf einmal hast du einen Kolbenfresser und deine Lager sind zu heiß, alles wird, ist zu heiß geworden, alles dann durchgeschmolzen. Das kann wirklich passieren, dass dann der Kolben einfach schmilzt.
Das kann wirklich passieren, dass die Kolbenringe so zusammenschmelzen, dann hast du gar keine Kompression und dann irgendwann sagt der Roller, ciao, noch eine halbe Stunde fahren. Aber so viel wird er eh nicht gefahren, er wird richtig sexy gemacht. Ja, und dann wird er verlost. Ne, verlost. Nein, ich weiß. Aber nein, nur Digga, da wird so viel Geld verdient am Ende, Digga. Da wird kein Schwein fahren. Das wird nicht verlost. Was ist? Das wird, ja, also wenn, wird entweder behalt stehen oder ich verkaufe den. Aber verlosen denke ich nicht, Digga, weil so viel Geld mit YouTube muss man auch erstmal verdienen, ne? Irgendwann kannst du alles verlosen. Ja. Aber so, da ist noch ein kleiner Weg dahin. Ach, oder das ein großer. Kleiner Weg? Guck hier, das geht. Ja. Der Kopf geht schon wieder drunter. Ich denke mal, da wird. Ne, machen wir oben Deckel auf. Deckel, ja. Da kommt die Suppe schon, wenn man Deckel hier aufmacht. Ich weiß nicht, wie ich das hier am besten filmen soll. So ist gut. Alter, warum ist das weiß? Alter, stabiler das Roller. Der hat auf jeden Fall neues Wasser reingetan. Ja, so weiß ist es auch nicht mehr, ne? Digga, also obwohl, eigentlich, da unten ist, das waren so paar eigentlich ist das komplett braun, ne? Ja, da waren ein paar braune. Also bei mir ist das immer komplett braun, das war nicht einmal weiß. Das beim ersten Durchlauf wird das schon dreckig bei mir. Geht nicht runter. Alter. Gummihammer, warte, ich geb dir Gummihammer. Warte, lass mal. Ja, chill, du weißt die Stehbolzen auf. Ja. Jetzt. Sehr gut. Ödiger, was ist das denn? Was, die was? Ja, aber was ist damit? Ach so, die ist so zugeklebt, ne? Ich würde die mal behalten. Wie sieht das denn aus, Alter? Ja, lass einfach abkommen. Eigentlich hätten wir erstmal das hier abmachen müssen. Das war's. Eigentlich hätten wir erst die abmachen müssen. Ja, egal. Ja, das wusste ich nicht. Ich bin jetzt nicht daran gedacht. Kann ja unten mal ein bisschen pressen. Soll ich mal pressen oben? Drück, puss mal, also mach mal meinen Mund. Ich komm da nicht dran, Digga. Warte. Ja, fertig, komm, Digga. Boah, Digga, zum Glück habe ich das nicht gefilmt, Alter. Das wären schon ehrenlose Aufnahmen geworden. Wo ich ein bisschen blasi gemacht habe. Muss auch mal gemacht werden. Klar, muss. Tischlöcher. Achter. Hol mal kurz einen Achter Nuss für heute. Hä? Was ist das denn, Digga? Was ist das? Achter? Oder hast du hier 10er gut? Achter, hey. What the fuck? Ne, das ist Nummer 7er? 7. Hey, super, ne, immer eins verschätzt, Digga. Ja, so wie ich, 12 und 14. Warte, ich muss den direkt da reinhalten. Obwohl, da wird jetzt eh nicht mehr so viel nachlaufen. Mach du das mal. Ja. Ja. Komm, nicht hin. Nee. Das ist Mucht. Egal. Das hier. Was ist das hier? Ölfühler? Braucht man den? Das Öl? Ja, braucht man Fühler? Den. Fühler? Hä? Was ist der Fühler? Du hast gerade Fühler gesagt, oder? Aber das so, ja, hab ich. Was für Ölfühler? Ich meine, ich dachte, das heißt Ölfühler. Alter, der Kolben sieht voll neu aus. Was ist denn der Kugel? Also. Keine Ahnung. Sieht nicht so gut aus. Alter. Welche Amateur war das denn? Was ist denn da? Guck mal hier. Hier ist das Ding vom Öl. Vom. Wie ist das? Das hing hier auf dem Zylinder drauf. Ah. Das war einfach drauf. Was ja, war? Also das war echt ein Amateur. Guck mal. Hier ist ja eine Dichtung drauf. Die ist ja immer noch hier drauf, ne? Ja. Warte. Oh ne. Ja, lass mal aufstehen hier. Hier ist ja die Dichtung, ein Stück Dichtung, ne? Und ja. Der hat den Zylinder drauf gesteckt und der Temperaturfehler war ja schon angeschossen. Mhm. Der ist hier, der war mit hier drauf, also der hing hier so zwischen und dann hat er den Zylinder aufgeschoben und festgezogen. What the fuck?
Kann sein, dass jetzt Wasser hier drin ist im Motorblock. Ja, ist das schon scheiße, ne? Das ist schon scheiße dann. Alter, der ist aber auch hier ein bisschen schon gefressen. Sieht man das? Diese kleine Riefe da, diese 3-4 Riefen. Ja, ich glaube, auf Kamera sieht man das nicht so gut. Oh, gottlos. So, sonst sieht der aber eigentlich ganz okay aus. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Denke- und Ohrenzylinder. Ja, safe. Ja, sieht aus wie vom Baujahr, Junge. 49 Kubik. Ja, hier guck mal, 50 auf jeden Fall. Sonst der hier groß, also offen. Schweizer Taschenmesser. Ja, das ist das. Sollen wir mal gucken? Bringt da ist eine Schere dran, ne? Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir das damit hinkriegen? Alter, das wäre richtig gut. Boah, Junge, das. Wieso die Kolben? Der so rausfickt, Digga, wäre schon geil. Da muss der bei Mister übergehen. Da ist er. Sehr gut. Bald hin, lieber. Ja, ich seh nichts. Bruder. Digga, der hat mich gerade so weggeboxt, Alter. Was soll das? Du Arschloch, was pisst du mir hier auf den Boden? Hier war doch irgendwo noch dieser dünne Schraubenzieher. Hier. Guck mal, wie die so jetzt rausgehen. Kommt? Keine Ahnung. Ja, kommt. Da ist er. Ah, der Bolzen stimmt. Bolzen. Macht man das sonst auch so? Ich muss, also normalerweise, sagen wir jetzt mal, normalerweise nimmst du halt beide Kolbenringe raus und kannst sie besser rausholen. Aber bei uns ist das jetzt egal, weil wir den gar nicht verbrauchen, den Kolbenclip und nix. Damit kann halt der Kolbenclip kaputt gehen. Wer einen Uhrenzylinder braucht, meldet euch bei mir. Also der sieht nur, der müsste eigentlich schon laufen. Bruder, so wie wir den hier rausmachen, will den eh keiner mehr haben. Sprohne dünne. Ori-Zylinder wird verlost. Also wer Ori... Der Erste, der schreibt, kriegt den. Oder? Ja, lasst das machen, Digga. Einfach als Dankeschön, dass ihr Glocke aktiv habt und meine Videos direkt anschaut. So ein Ding ist es nämlich. Ein Kolbenclip fehlt. Wahrscheinlich. Da kommt er. Sehr gut, dann tu den auch hier in die Kiste. Dichtungen. Dichtungen braucht der Gewinner dann neu. Also die Fußdichtung, die hier ist, die musst du nicht 100% dran haben. Das ist, ich habe bei mir auch keine Fußdichtung dran, weil ich keine mehr hatte. Nur halt die ist halt wichtig hier. Ja. Die hier, aber die hast du ja noch. Ja, die habe ich noch. Die liegt da. Ganz gut aus. Da musst du aufpassen, dass wir das nicht verlieren. Oder dass es kaputt geht. Leg das irgendwo hin am besten. Ja, halt fest. Irgendwo hinlegen, ist auf jeden Fall nicht verschwinden. Ja, das war's jetzt. Das Zylinder ist ab. Ja, sehr gut. Da ist ehrlich Wasser drin, ne? Das ist sehr gut. Was ist? Das ist nicht gut. Ja, die Arme. Ist egal, das juckt die nicht. Sicher? Die hört sich schnell die dreht, Digga. Aber wenn die ganze Zeit da so ein Kleck. Mach mal eine Kurbel wieder drauf. Stimmt. Kurbelwelle, lass ehrlich mal Kurbelwelle auch neu machen. Also so eine längere. Hä? Wie viel Arbeit das ist? Ja. Nein, aber nicht. Vorsicht, ich habe keine Vorderradbremse. Das habe ich auch noch nie gemacht. Bei Aaron. Ja, das können wir ja schon mal machen. Öfters. Der Roller ist eh voll viel Arbeit, Digga. Naja, Digga, das ist, ich kann dir, also das auch, wenn du sagst, verkackt, musst du nochmal den Motor spalten, hab ich gemacht. Dann tu mal Ständer raus und mach's kurz schön. Ja, nicht vielleicht auf die Zündkettenstecker. Digga, also die Ständer müssen wir nur die Schraube da festziehen, aber das ist so eine riesen. Das ist halt echt so eine Schraube. Also, wie gesagt, falls wirklich jemand den 50er, ohne Fußdichtung mit so einem 50er Ori braucht. Mach über Insta. Der Erste, der den Louis über Insta schreibt, blendet nochmal ein. Und dann kriegt den hier, aber die Versandkosten muss er selbst übernehmen, damit er auch wirklich, also damit ich sicher gehen kann, dass er den wirklich braucht, so. Weißt du, weil sonst kann den ja jeder haben wollen. Wenn er dann 5 Euro dafür haben will noch, dann will den nicht jeder so, deswegen. Was sind das? Maximal 7 Euro Versand oder was? Ja, 5 Euro Versand, 5, 6 Euro Versand. Einmal Simmerringe gucken. So, dann hier, hast du die Gummidichtung? Wo ist die? Simmerringe, hier ist ja, gut die ist drin, sehr gut. Der Simmerringe sieht noch gut aus. Ja. Der ist auch noch gerade in der Fassung drin. Mhm. Und was ist nein, denn da? Vario haben wir noch nicht ab. Ja, Vario haben wir noch nicht ab. Sollen wir die abmachen? Nee, ich brauche einen Schlagschrauber. Ja.
Zylinder ist jetzt runter, Öltank haben wir abgemacht. Hupe haben wir noch abgemacht. Und genau, hier so Kleinscheiß haben wir noch ein bisschen gemacht. Ich habe die Hupe noch abgemacht. Ich habe hier noch alle Schrauben ein bisschen mit WD-40 eingesprüht, weil die Karre ist ja schon ziemlich alt, dass die sich mal alle ein bisschen entspannen, hier die Schrauben. Die Blinker habe ich noch abgemacht. Den Heckunterboden habe ich auch noch abgemacht. Also im nächsten Video werden wir auf jeden Fall hier den Vergaser neu machen und höchstwahrscheinlich den neuen Kolben einbauen. Und ganz wichtig jetzt nochmal. Wahrscheinlich, wenn es gut wird. Ah ja, genau, ist, nee, als erstes Kabel bauen. Wenn's, ja, erstmal denke ich mal, das nächste Video wird Kabel bauen, danach Zylinder auf jeden Fall. Sexy. Ja, und dann mal gucken, ob es anspringt. Dann das dritte Video wird dann. Oh, so läuft. Ja, und dann halt abstimmen und dann Tuning, Muning, bisschen Optik, Mobdick. Mal gucken. Optik, also da kommt alles. Also Verkleidung kommt jetzt, haben wir uns entschieden, wahrscheinlich eine neue dran. Ja, also wir gucken erstmal, ob das gut aussieht mit den Stickern und wenn das hält, dann lassen wir es so. Ansonsten machen wir einfach eine neue Verkleidung. Ja, kann ich auch sagen. Genau. Und ganz wichtig, wenn ihr nochmal irgendwas rumfliegen habt von eurer alten Aerox oder sonst was und ihr das nicht mehr braucht, mir das schenken würdet oder verkaufen würdet, wie auch immer, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Nee. Bei Instagram. Instagram. Schreibt mir auf jeden Fall bei Instagram. Vielleicht können wir die Sachen ja noch gebrauchen. Also wie gesagt, was wir jetzt noch gebrauchen können, wäre einen größeren Kühler. Was können wir noch gebrauchen, Ben? Das wäre jetzt, ne? Wäre natürlich super. Wäre also das nette. Das wäre Jackpot, so braucht man nicht 100%, aber wäre Jackpot, Auspuff, so. Ein paar Kleinigkeiten, wenn ihr noch irgendwie, egal, sei es ein dunkles Rücklicht. Wenn ihr irgendwas habt, in Hinterreif jetzt nicht, aber ne, keine Ahnung, eine Bremse, eine Oversize-Bremse oder sowas, die ihr jetzt nicht mehr braucht, alles, wir nehmen, da würden wir dann selber über Instagram dann einen Preis ausmachen oder sowas. Ja, wenn safe. Wir das auch brauchen, könnt ihr gerne fragen, wir sind offen. Ja, safe, genau. Also wie gesagt, schreibt mir gerne bei Instagram. Jeden Kleinscheiß. Bennett könnt ihr auch gerne anschreiben, aber er ist ja noch als auf privat, ne, der kleine 31. Ja, mit der Anfrage Arschlöcher. Genau, gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heide, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kuss.